Hallo und herzlich willkommen zum Dschungelcamp-Spezial von Das Jüngste Gerücht. Heute stellen wir exklusiv die erste Dschungelprüfung vor. Der neueste Schrei im australischen Dschungel heißt nämlich Milking und geht folgendermaßen. Während sich ein Dschungelcamp-Kandidat eine Milch über den Kopf gießt, oh Gott, ist das kalt, muss er Fragen beantworten. Zum Beispiel, wie heißt der heutige Stargast? A. Sarah Knappig, B. Sarah Knappig oder C. Sarah Knappig. Die Antwort gleich. Hallo, diese Woche kommt das jüngste Gerücht aus Berlin. Hier bin ich mit Dschungelcamp-Koryphäe Sarah Knappig verabredet. Und das Wetter ist jetzt nicht so geil. Bisher dachte ich ja immer, dass Hamburg die regenreichste Stadt ist. Und schön, dass wir ausgerechnet auf einem Kinderspielplatz verabredet sind. Ich freue mich. So, hier warte ich jetzt auf Sarah Knappig. Und mal schauen, ob sie... Oh, du hast doch auch ganz schön zugelegt, was? Oh. Sollst du mal wieder trainieren gehen? Ja, gehen wir mal zusammen, oder? Ja. Warum bist du nicht in Australien? Weil ich das Wetter hier so schön finde. Ja, schön. Schönen Tag, ne? Tschüss. Kai Schumann. Ja, so richtig gemütlich ist es heute hier draußen nicht. Und ich bin auch nur mal gespannt, wer zuerst kommt. Sarah Knappig oder die Polizei, die irgendeiner der Nachbarn gerufen hat und gesagt hat, da unten hängt so ein pädophiler alter Sack und der bleibt gleich auf der Rutsche kleben. Hallo Sarah. Ja, ich bin noch auf dem Spielplatz. Ich weiß, es ist kein schönes Wetter. Wir können uns auch sehr gerne in einem Restaurant treffen. Wie heißt das? Baraklet kenne ich nicht. Wie heißt der? Per. Wie? Busmark kenne ich nicht. Ja, aber finde ich raus. Okay. Ja, ich freue mich auch. Ja, toll. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo Sarah, ja, ich bin's nochmal. Sag mal, der Paraklettladen, der hat ja erst ab 18 Uhr auf. Ja, das ist doof. Ist es ja noch nicht, genau. Hast du noch irgendwas anderes, wo man hingehen könnte? Beim Zeus. In Grieche. Welcher Bezirk? Weiß ich nicht. Und die Straße? Ach nö. Es wird nicht so viele Griechen geben, die beim Zeus heißen. Nö. Ja. Ja, ich frag mich durch. Tschüss. Hallo, ja. Ich bin jetzt direkt vom Zeus, ja. Ich weiß nicht, was es hier zu essen gibt. Du isst kein Fleisch. Und keine Kohlenhydrate. Gibt es beim Griechen quasi auch nicht. Meine Mutter isst da auch immer nur diesen Bauernsalat. Da ist, glaube ich, Schafskäse bei, ja. Macht ja nichts. Nee, dann bestellst du einfach einen Bauernsalat ohne... Ach, Oliven auch. Genau. Ohne Oliven? Ja, ich bin da. Genau. Ich warte davor, ich gehe noch nicht rein. Nein, ich warte. Ja. Tschüss. Tschüss, bis gleich. Hallo. Nee, ich kau nicht. Bist du denn schon zu Hause losgefahren, oder? Ach, noch nicht. Du, wir müssen ja nichts. Nee. Wir müssen ja nichts essen gehen. Ich habe auch nicht so einen Hunger. Ja. Oder trinken einen Tee oder was.
Stressiger Tag. Ja, ja. Gar kein Ding. Okay. Ja, dann melde ich nochmal, ne? Ja. Schön. Ja, toll. Ja, machen wir. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Hallo Sarah. Ja, wir können uns auch gern heute Abend treffen. Du hörst dich im Solarium. Oh, 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 Verbrennung ersten Grades. Uiuiuiuiui. Damit ist nicht zu spaßen. Ja. Ja, oder mit Aloe Vera eincremen. Nö, nee, dann machen wir das heute Abend. Ja. Ja, dann geh jetzt auch erstmal zum Arzt, ne? Meld dich einfach. Ja. Alles klar. Tschüss. Hallo Sarah. Ja, ja, ich bin noch in Berlin. Du, mach dir keinen Stress, wir müssen heute nichts mehr trinken gehen. Ja, wenn du jetzt schon müde bist. Ach. Du, die Sendung heißt zwar immer dann mit Stargast, aber in deinem Fall hätte ich natürlich auf den Star verzichtet. Ja. Du, wir können auch sagen, genau, morgen um 11 wieder auf dem Spielplatz. Alles klar, freue ich mich. Bis dann. Tschüss.